Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Folge 8 von Let's Play Car Mechanic Simulator 2014 mit dem Zaunpfahl. Und diese Folge 8 ist ein bisschen eine Spezialfolge. Das Intro hier muss ich jetzt nachträglich machen, weil bei der Aufnahme aus eigentlich Folge 7 quasi zu viel übrig geblieben ist. Und ich da am Ende einen kleinen Schnitt gesetzt habe. Ja, und zwar aus dem ganz einfachen, simplen Grund, dass in dieser Folge ich mal ganz massiv und hart verkacke. Sagen wir es ruhig so offensichtlich. Ja, aber das könnt ihr gleich selber feststellen. Was denn so alles schief gehen kann, wenn man dieses Spiel spielt? Also, nicht, dass das Spiel irgendwie abstürzen würde oder irgendwelche Fehler drin wären oder so. Nein, einfach nur, wie dumm sich ein Zaunpfahl anstellen kann, wenn er nicht ganz genau das macht, was von ihm verlangt wird. Aber schaut am besten selber. Von daher jetzt viel Spaß mit Folge 8. My car clatters when I drive in the morning, but the sound disappears after about 15 minutes. Could you do something about it? It's really annoying. Okay. Clatter. Weiß ich jetzt nicht genau, was das heißt. Ich vermute mal klappern? Rappelt? Irgendwie sowas? Ja, egal. Mein Auto klappert, wenn ich morgens losfahre, aber die Geräusche verschwinden nach ungefähr 15 Minuten. Kannst du da irgendwas dran machen? Das nervt ziemlich. Ja, können wir. Und wir haben mal wieder hier die hübsche Limousine. Jetzt wollte ich mich doch gerade nochmal hier reinsetzen. Und genau, das war's. Habe ich denn nämlich im Steam-Forum gesehen. Da hat jemand ein Bild gepostet von einem Saab. Ja, ein Saab. Schöne schwedische Autos. Und der Innenraum hier ist wohl exakt nach einem Saab nachgebaut worden. Leider hat er aber eben wirklich nur ein Bild hier vom Cockpit gezeigt. Und da weiß ich nicht, ob das hier außen auch jetzt ein Saab ist oder immer noch irgendeine Erfindung. Aber weil ich den so gar nicht zuordnen konnte zu irgendeinem bestimmten Auto, während die meisten hier ja bis jetzt schon irgendwas ähnlich gesehen haben, denke ich mir mal, das könnte durchaus ein Saab sein. So, ja. Und dieser Saab will hier auf unsere komische Diagnose-Teststrecke. Dann machen wir das doch mal. La 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 la. W drücken, nach vorne fahren. Bremsen, S drücken. 79,1, 4,5 Differenz. Okay. 75, 77. Also das ist dann wahrscheinlich der Zustand der Bremsen, ne? Das klang jetzt aber wirklich gar nicht gut. Das hat hier richtig gerappelt. Wow. Ja, ja. So ein bisschen macht das Spiel dann eben doch richtig. Und dieser Test hier gefällt mir irgendwie auch besser als diese absolut unsinnige Testrunde, die man da in der vorigen Werkstatt immer fahren musste. Ist zwar vom wesentlich weniger spannend und weniger interaktiv, aber es erscheint mir irgendwie sinnvoller. Ja. Perform a test drive. Ach so. Das heißt, okay. Ah ja. Na gut. Dann hätten wir das doch gar nicht machen müssen da mit dem Diagnose-Dings, sondern müssen tatsächlich nochmal eine Testrunde fahren. Na gut. Mal gucken, gibt es hier auch eine neue Strecke? Nee. Die sieht immer noch genauso aus wie vorher. Okay.
hört er das? So ein leichtes Pfeifen irgendwie? Was ist mit dem Auto? Ich weiß allerdings auch noch nicht was. So, die Hubbelstrecke. Mal gucken. Hören wir hier was? Ja, nee. Nicht so wirklich. Außer, dass da immer noch so ein... Außer diesem komischen Pfeifen. Das mir auch nicht so ganz normal vorkommt. Ja. Okay. So. Testfahrt haben wir gemacht. Mal überlegen. Ich denke, wir gucken erstmal von unten drunter, ne? Also wenn es hier irgendwas an der Aufhängung, an der Lenkung oder so ist, kommt mir das sinnvoll vor. Ah, praktisch. Dadurch, dass wir hier jetzt die ganzen Tests gemacht haben, wissen wir natürlich auch schon so einiges über die Teile hier. So, aber das ist alles gelb. Und grün, das ist ja erstmal in Ordnung. Mal schauen. Auspuff. Auspuff ist es nicht. Ja, habe ich mir auch schon fast gedacht. Aber hier kann man sich so schön dran entlang nach hinten hangeln. So, da hätten wir ein gelbes Rubberbushing. Dann, was haben wir da noch? Der hintere Stoßdämpfer ist gelb. Bremsen waren ja eigentlich in Ordnung. Yeah. Was machen wir? Wir sollen alle beschädigten Teile ersetzen. Dafür müsste man ja erstmal wissen, welche das sind. Hey, wieso hat er mich wieder hier nach vorne gebeamt? Ich war doch hier hinten. Mach mal das Auto gerade mal durchsichtig. Wie viel Geld gibt's dafür? 800. Okay, Stoßdämpfer waren ja ziemlich teuer, wenn ich mich recht entsinne. Schockabsorber. Nee, doch nicht. 150. Geht eigentlich. Okay. Ich bin mir trotzdem unschlüssig, was ich jetzt hier dran genau ersetzen muss. Dann mal sehen. Die Feder ist soweit in Ordnung. Okay. Nehmen wir mal den raus, den Stoßdämpfer hier hinten. Der ist ja gelb. So, Auto, mach dich nochmal unsichtbar. Der andere ist grün. Okay. Dann das Aufhängungsding da ist grün und das ist auch gelb. Dann, ne, wo ist es? Da. Nehmen wir das auch mal raus. Und jetzt nochmal hier vorne gucken. Ja, nehmen wir hier noch das
die Aufhängungen raus. Und einer von den Stoßdämpfern war doch hier vorne auch nicht in Ordnung. Genau, der rechte Stoßdämpfer. Und bei dem linken die Feder. Okay. Einmal hinunter mit ihr. So. Stoßdämpfer. Warum kann ich den jetzt nicht? Achso, dann muss ich ja erst hier die... dieses Stängelchen rausnehmen. Schraub, schraub. So, Stoßdämpfer. Und die Feder 70%. Das wird langsam teuer. Auf der anderen Seite das Spiel jetzt auch nochmal machen. So, das Ding weg. Den Stoßdämpfer raus. So, mal sehen. Was haben wir alles Tolles im Inventar? Tja. Ich glaube nichts Reparaturfähiges, genau. Und die Frage ist jetzt allerdings, was wir davon alles ersetzen. Versuchen wir es erstmal mit den drei Rubber Bushings. Und dem hinteren Stoßdämpfer. Schockabsorber Rear. Okay. $100. Und R wie Rubber Bushing. 100. 210. 320. 430. So. Hinterer Stoßdämpfer. Achso, dann muss ich den erst wieder hoch. Dann. Ja, gute Frage. Kommen wir hier? Nee, kommen wir gar nicht dran. Gut, Auto nach oben. Zack. Dann setzen wir jetzt hier mal neue Teile ein. 1, 2. Und hier hinten. Und den Stoßdämpfer. Na? Ungefähr nach hier möchte ich. Genau. Ups. Klar, der muss natürlich noch angeschraubt werden. Was? Nur ein kleines Schräubchen? Und das soll halten? Na gut. Wenn ihr meint... Ja, das war aber natürlich noch nicht alles. Gut. Was haben wir noch über? Erstmal die alten Teile hier schon mal rauswerfen. So. Suspension Spring Front. Okay. Eine oder zwei? Mal sehen. Suspension Spring Front. 240. Ui. Sind wir bei 600 bisschen und wir kriegen aber nur 700. Ich krieg Angst. Können wir das von hier unten?
Sieht nicht so aus. Also Auto wieder nach unten. So. Dann bauen wir jetzt da die mit 100% ein. Mal sehen. Nein, das ist es nicht. Mal replace all damaged parts. Das ist auch wieder so eine super vage Beschreibung. Weil letztendlich sind die hier ja auch damaged, ne? Ist ja nicht 100%. Mal schauen. Nee, das war's noch nicht. Tja, was machen wir? Den Schockabsorber. Oh, nur die Spring. Echt nicht sicher. Ich mache erstmal den wieder rein. Oder hätte es hier die Bremse sein müssen? Ach, diese super tolle Beschreibung. Ich weiß es nicht. Ich kaufe jetzt nochmal so eine Feder. Ups. Achso, ja, doch, richtig. Und dann nehmen wir die hier. Ersetzen wir die hier jetzt auch noch. So. Mal gucken. Ne. 86%, der ist auf jeden Fall in Ordnung. So. Würde ich sagen, diese Seite ist erstmal okay. So. Verkaufen wir die beiden Federn. Ach ja, richtig. Wir kriegen ja noch ein bisschen Geld wieder rein durch die alten Teile. Aber egal. Könnte man natürlich hier auch noch die Lenkung ersetzen. Die ist noch gelb. Und da drüben den Stoßdämpfer. Ja, versuchen wir es mit dem Stoßdämpfer. Auf der anderen Seite. Typ B. Und vorne rechts. Schockabsorber Typ B vorne rechts. Ist natürlich doof, dass ich hier den jetzt schon wieder zusammengebaut habe, aber egal. Irgendwie muss ich mich ja langsam dem Ziel annähern. So, dann ist der auf jeden Fall auch schon mal wieder grün. Und das Ding hier ist auch grün. Super. Mal gucken. Ne. Tja, Bremse könnten wir hier noch
machen. Oder eben da drüben die Lenkung. Ich glaube, die Lenkung... Mit der Lenkung bin ich auf der besseren Seite. Oder? Ich weiß es nicht. Replace all damaged parts. Ja, reparieren können wir es nicht. Puh. So, Stoßdämpfer weg. Bald haben wir das komplette Auto erneuert. Inner Tie Rod, den habe ich gesucht. Und das Gegenstück dazu, den Outer. Oh, da. So. Das Teil in der Mitte ist auch gelb. Egal, ich versuch's jetzt erstmal hiermit. Mal sehen. Ne. Dann holen wir es nochmal wieder raus. Damit wir da in der Mitte dran kommen. Geht das ohne, dass ich den auf der anderen Seite raushole? Ich glaube nicht. Also. Auch das raus. Teile verkaufen wir schon mal wieder. Und dann hier das Lenkungsding. Nix. Zum Reparieren. Okay. Power. Puh, 1500. Nee. Wenn wir nur 800 kriegen, kann es ja nicht sein, dass wir da ein 1500 Dollar Ersatzteil reinschrauben. Verdammt. Das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Also, wieder rein. Schade. Tja, was haben wir denn jetzt noch Gelbes, was wir ersetzen können? Irgendwie nix. Komm mal runter, Autochen. Klappe auf. Airflow Tube. Airmeter 87% ist noch super. Mal gucken, ob der Filter hier irgendwie Trouble macht. Nö, sieht jetzt nicht danach aus. Ha! Muss ich hier etwa doch nochmal das Forum bemühen? Ich will es ja eigentlich gerne selber rausfinden. Ich will hier aber jetzt auch nicht ewig an dem Auto rummachen. Und vor allen Dingen, langsam ist ja auch die Finanzgrenze erreicht für den Auftrag. Ja, aber die Cube hier, glaube ich nicht, dass es das ist. Was haben wir denn hier? An der Keilriemenfront. Das sieht auch alles in Ordnung aus, so erstmal. Den können wir nicht. Okay. Können wir auch nicht. Ah! Verflucht. Exhaust Manifold 27%. Ja. Da hätte man vielleicht eher drauf kommen können. Was kostet mich das Ding? 600. Aha.
Den können wir aber eventuell reparieren, oder? Nee. Schade. Nachdem wir jetzt hier schon so viel Geld reingesteckt haben, wenn es das wirklich das Teil dann ist. Okay. Restart. Der Button kam übrigens auch erst in irgendeinem der Patches dazu. Entschuldigung. Ich musste mich gerade mal ein bisschen strecken. So, machen wir das Ganze also nochmal. Test Drive. Yes. Ist auf jeden Fall schön, dass es die Möglichkeit gibt, hier was neu zu starten, ne? Auch wenn es ja schade um die vertane Zeit ist, aber mein Gott. Shit happens. So, Bremse. Ja, funktioniert. So. Slalom. Kugelstrecke. Zu weit. Ah! Wieder das Rückwärtsgangphänomen. Hier hört man es viel besser. Das klingt ungesund. Definitiv. Vorwärts ist es nur so ein bisschen zu hören. Oder es geht einfach in diesem immensen Motorbrummen unter. So. Diesmal sind wir ja ein bisschen schlauer. Machen direkt die Motorhaube auf. Ups. Da muss ich erst noch hin. Und untersuchen dieses schöne Teil. Es blinkt wunderbar hübsch rot. Und was muss ich jetzt alles ausbauen, um es rauszuschrauben? Den kompletten Auspuff, wie es aussieht. Okay. Machen wir. Gucken, gibt es hier auch die unsichtbare helfende Hand? Ja. Die uns hier den Motor zumacht. So, um das zu tauschen, muss ich den rausschrauben. Muss ich den rausschrauben? Muss ich den rausschrauben? Und da hinten noch irgendwas. Ja, einmal kompletter Auspuff, bitte. Oh Mann. Ja, ja, so kann's gehen. Aber ich hätte nie gedacht, dass das hier der Auspuff sein kann. Und dann vor allen Dingen da vorne dieses Teil. Aber gut, ich habe auch keine Ahnung von Autos, wie ich hier schon mehrfach angemerkt habe. Oder, naja, was heißt keine? Nicht so wirklich viel. Verflucht. Verklickt. So, Kamera, Kamera, Kamera. Da will ich hin. Und jetzt sind die Schrauben natürlich da am anderen Ende. Naja, egal. So. Darf ich jetzt hier aber trotzdem nicht losschrauben? Oder? Gehen wir nochmal von hier ran. Blinkt noch was rot? Nö. Na, geht vielleicht nur von oben. Okay. Hinunter mit dir. Zack. Ach du Scheiße. Entschuldigung. 748 Schrauben. Aber ja gut. Ist am Motor, der Motor bewegt sich ständig und so, ist ständig irgendwie am Rappeln, muss natürlich gut fest sein. So. Jede Menge Zeug drin, mal sehen. Nichts davon dürfen wir reparieren. Das habe ich ja eigentlich eben schon festgestellt, oder? Ja, aber da hatte ich nur den Exhaust Manifold
564. Ja, das geht hier noch. Aber wenn wir 700 kriegen und das Teil im Original 600 kostet, ist das natürlich eigentlich eine... ja. Ziemlich knappe Sache. Aber vielleicht gehen die Entwickler auch davon aus, dass man sich bis zu diesem Zeitpunkt schon entsprechend hier die Shop-Rabatte gekauft hat, ne? So. Und der Blick auf die Uhr sagt, wir sitzen hier schon viel zu lange dran. Verdammt. So. Und jetzt ist es ein Miethäkchen. Wunderbar. Dann schraube ich die jetzt noch fix zusammen hier. Ja. Verdammt. Man sollte nicht einen Rechtsklick machen, während man hier im Schraubmodus ist. Das beendet das dann nämlich. So. Noch eine Schraube, noch eine Schraube. Nächstes Teil. So, wie immer einfach nur linke Maustaste gedrückt halten und dann schraubt es sich schon fast von selbst. Noch ein. Und dann fehlt hinten noch der Topf. So! Endlich geschafft! Ja. Alles repariert. $800 kassieren. Wunderbar. Und Folge ist zu lang geworden. Egal. Shit happens. Entschuldigung. Und an dieser Stelle sage ich dann mal ganz schnell auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal hier mit dem Zaunpfahl. Ciao, ciao.